Puh. Oh. Okay, weiter geht's. Ladebildschirm. Na? So, hallo Leute, da bin ich wieder. Ich musste gerade eine Pause machen. Jetzt geht's weiter. Ich musste mich gerade abregen. Ich konnte hier nicht weiterspielen. Fuck, da kommt immer noch etwas. Ich bin schon wieder auf 180, das gibt's gar nicht. Ich habe mir gerade zur Entspannung erstmal ein LP angesehen. Ein LP mit Pigments. Ja, Bo, ich rede von deinem LP. Und jetzt bin ich wieder mehr oder weniger in der Verfassung, Amnesia zu spielen. Glaube ich. Okay, gut. Das einzig Doofe ist, ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wo wir jetzt hin mussten. Die Tür ging nicht auf, genau so war das. Ist das Dingen da weg? Ist das Dingen da weg? Wieso ging diese verdammte Tür nicht auf, ey? Das Tor ist verschlossen und das Schloss ist in einem ausgezeichneten... Ah, super. Wie viel Öl haben wir eigentlich noch? Halb voll. Mit dem Ding drei Viertel voll. Aber es geht uns wieder einigermaßen gut. Aber jetzt ernsthaft, kann man diese Viecher töten? Könnten wir rein theoretisch mit einem... Ich probiere das einfach mal aus jetzt. Ich probiere das einfach mal aus. Ich nehme ein Fass mit. Ja, und sehe überhaupt gar nicht mehr, was vor mir ist. Das ist natürlich toll. Kann man das Fass nicht irgendwie höher? Ja, man... Oh, ja, man kann. Hey, wir tragen ein Fass über unserem Kopf und das mit einer Hand. Meine Fresse, sind wir stark. Trotzdem können wir so ein Monster nicht töten. Mach die Lampe aus, stell das Fass ab. Wieso ging es hier nicht rein? Lässt sich nicht bewegen, na super. Shit, kann man den Riegel nicht irgendwie... Ach, das ist gar keine Riegel, das ist das Scharnier. Ach, leck mich doch. Okay, gehen wir zurück. Sind wir eigentlich geduckt? Oh, wir waren geduckt. Wir haben geduckt? Mit einer Hand ein Fass über unserem Kopf gehalten. Das war natürlich... natürlich super. Ich weiß nicht mal, wo ich lang muss. Ah, okay. Ich sehe hier nichts. Ich habe ein Fass. Ich darf nie vergessen, dass ich ein Fass habe. Das ist auch noch eine Sackgasse, wo ich war. Ich habe ein Fass. Ich habe... Ah, man sieht hier nichts. Da ging es nicht lang. Da war abgeschlossen. Ich habe ein Fass. Alles gut, wir haben ein Fass. Oh, 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 oh. Wir haben ein Fass. Wir haben... Ich kann auch noch tausendmal wiederholen, dass ich ein Fass habe. Wir haben ein Fass. Wir haben einen Stuhl. Wir haben einen Stuhl. Ach genau, hier waren die Fliegen. Mann, ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Was ist denn das? Ich irre hier durch die Gegend. Und ich höre Schritte. Aber sind das Hintergrundgeräusche, oder? Ist hier echt irgendwas? Ich mach hier mal vier Stück, egal. Ein Licht an. Da weiß ich zumindest, dass ich hier schon mal war. Wir haben ein Fass. Hier kann man bestimmt rein. Ne, wir haben einen Stuhl. Egal, wir haben auf jeden Fall irgendetwas. So. Was zum... Okay, das ist einfach nur ein... Komm, ja, nicht auf die Idee, dich zu bewegen, du Leiche, Alter. Öl. Öse.
Der sieht verdammt tot aus. Ah, Gott, der hat den Kopf bewegt! Oder? Der hat gar keinen... Ach doch. Und der bewegt auch die Arme. Und da sind wir das. Nee, anscheinend sind wir das nicht. Ja. Egal, gehen wir wieder raus. So. Ich sollte doch ein Licht anmachen, danach sehen wir nichts mehr im Dunkeln. Wir sehen allgemein nichts im Dunkeln. Ein Zettel, ich mach vorher die Tür zu. So. Gut. Was ist das? 2. August 1839. I have arrived at the village of Altstadt. It's a haven in the midst of a vast forest and the last stop before my final destination, Castle Brennenburg. It's late in the evening and the outrider, who has been with the coach since Bremen, advised me to wait until morning before I venture further. I've arranged for a bed at Der Mühle, the village's only inn, and am now waiting for the sun to rise. I try to sleep, but as I close my eyes, I see the men who fell victim in London. My fear and shame forces me to witness the same scenes over and over. They are dead because of me. Ja, sie sind tot, dank dir. Solange wir nicht tot sind, hier ist ein Bett, aber da ist nichts drunter. Ging es hier nur um den Zettel, oder? Wie ist? Na, super. So. Oh, wir haben einen Stuhl! Wir haben einen Stuhl! Wir haben einen Stuhl! Wir haben einen Stuhl! Fuck, wir haben keine... Oh, scheiß auf den Stuhl! Fuck! Da kommt was angewichst, Alter! Und zwar auf richtig schnelle Art und Weise! Fuck! Fuck, Alter, das... Nee, ey. Komm hier nicht rein. Nee. Nein. Fuck, ey. Fuck! Es ist direkt hinter der Wand. Es ist direkt hinter der Wand. Puh, ganz ruhig. Ganz ruhig und nicht bewegen. Nee. Nein, komm nicht hier rein. Oh, ich glaube, ich könnte mir noch 10 Parts Pigments angucken und ich würde trotzdem nicht mit diesem Spiel zurechtkommen. Nicht bewegen. Fuck off, ey. Wo ist der gewesen? Hier? Hinter der Tür? Er hat anscheinend gegen die Wand gehämmert. Von wo kam der? Der kam von da drinnen. Waren wir da eigentlich schon? Ich glaube nicht, oder? Nein, waren wir nicht. Gut, Zünderbüchse. Warum laufe ich eigentlich geduckt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es weg.
Gut, in diese Ecke müssen wir nicht mehr rein. Wir können uns merken, beziehungsweise ich kann mir merken, hier wo dieses Gitter ist, muss ich nicht mehr hin. Was soll ich tun? Oh Gott. Oh, diese Räume sind nicht schön, Leute. Ach, da war die Tür. Moment mal. Da ist eine verschlossene Tür. Gut, gehen wir hier lang. Warum liegt mein Fass hier? Bin ich vielleicht von hier gekommen? Hier habe ich den Stuhl aufgehoben. Hier habe ich den Stuhl aufgehoben. Was ist geradeaus? Ich weiß es nicht. Warum muss das hier alles so verwirrend sein? Was steht da drauf? Rezept. Rezeptaculum. Ah. Okay. Wir können uns merken. Warte mal. Rezeption. Jetzt natürlich die Frage, der andere Gang, was bewirkt der? Ansonsten würde ich sagen, gehen wir zuerst einen anderen Gang. Zap, 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 zap. Das ist... Ach so, auch. Denn wenn wir hier bereits waren, müssen wir hier nicht mehr hin. Ah, fucking! Alter, ich hab Oh! Beweg dich nicht! Mach die Lampe aus! Halala! Es kommt hier rein, oder? Es kommt hier rein, glaube ich. Es kommt irgendwo... Nee, es kommt hier rein! Es kommt hier nicht rein, oder? Hier waren wir noch nicht drin. Ganz ruhig bleiben. Wo ist mein Stressschwein? Hier ist mein Stressschwein. Ganz cool. Ganz cool. Okay. Öl. Ah, super. Dreck. Puh. 3rd of August, 1839. I feel like I have fled the world and all its worries. Brennenburg is a majestic creation perched upon a forest-clad hill with towers reaching well above even the highest pine trees. Following the winding road leading to the gates gives the impression of discovering something forgotten, as if journeying with Marco Polo to the hidden Xanadu. Alexander, the Baron, is a peculiar but gracious man. He seems well-versed in worldly matters, and is not at all as eccentric as I assumed. My room is exquisite, and I'm confident that no hotel for miles could even hope to match it. As the sun sets on Brennenburg, its fairy tale varnish turns to an eerie gloom. Alexander's strange servants are never far away. They are a quiet lot, and their behavior could only be described as skulking. Alexander seems pleased by my presence. As he puts it, it seems like I got here just in time. Okay.
Das wäre dann der zweite Teil, der zweite Zettel von dreien. Ich glaube, wir können hier wieder raus. Hier liegt irgendwas. Hier, was ist das? Da ist doch ein roter Schimmer gewesen. Na, oder auch nicht, ist ja auch egal. Hier war ich auch noch nicht. Zumindest kann ich mich hier irgendwie nicht dran erinnern. Hier ist ein Bett. Schmeiß das Bett doch um. Schmeiß es um. Es geht nicht. Naja. Ist hier was hinter? Nein. Hier. Das Ding hat zwei Ausgänge. Das Ding hat... Von hier sind wir gekommen. Okay, gehen wir gerade durch. Das ist kein Öl. Ich meine doch, ja, es ist Öl, aber es ist kein Ausgang. Es... Oh, Zünderbüchse. Yes. Es ist eine weitere Zelle. Gut. Okay, gehen wir weiter. Noch lauter. Oh, da geht's runter, da geht's. Moment mal. Ach so, nee, ist ein anderes Schild. Ich wollte sagen, sind wir im Kreis gelaufen? Folgen wir einfach mal der Rezeption. Die Schilder sind da mit Sicherheit nicht umsonst. Ich sehe nichts. Jetzt sehe ich etwas. Okay. Kann man da rein? Das ist die Rezeption. Man kann da. Man kann da rein. Will ich da rein? Tür zu. So. Oh, Zeug. Hallo, bleib offen.